Wow, hat Aston Martin etwa einen Shooting Brake herausgebracht? Nein, natürlich nicht, aber das aktuelle Frontdesign des Ford Mondeo hat Ähnlichkeit mit der britischen Nobelmarke und der Ford war auch schon Dienstwagen von James Bond. Ins GoldenEye sticht dabei das Ford Dynamic LED System, das neue Maßstäbe in Sachen Beleuchtung setzt, genauso wie das laufruhige Dieselherz, das mit niedrigem Ruhepuls die Kraft von 150 Pferden souverän auf die Straße bringt. Ein Knopfdruck genügt und zum Fortfahren stehen einem über 1,6 Kubikmeter Laderaum zur Verfügung. Ein Spitzenwert in der Mittelklasse. Obendrein gibt's eine praktische Durchreiche für schmales, aber langes Gepäck. Die Ford-Ingenieure haben aber auch an den Fahrer und seine Passagiere gedacht. Eine überkomplette Multimedia-Ausstattung, das Sync-System, das per Sprachsteuerung funktioniert und ein nicht enden wollendes Aufgebot an Komfort- und Sicherheitsassistenten machen einem eine Reise an Bord des Mondeo so angenehm wie möglich. Und das unterstreicht Walter Eigenthaler. Ein sehr wichtiges Assistenzsystem ist der aktive Einparkassistent, wo das Fahrzeug selbst eine Parklücke findet und sich selbst einparkt. Es gibt einen Totenwinkelassistent, es gibt einen Pre-Collision-Offer-Assistent, es gibt ein Active-City-Stop-System und viele andere Systeme mehr. Besonders praktisch finde ich auch den Querverkehrswarner beim Zurückschieben aus Parklücken, hier im Fokus zu sehen. Und auch einparken lassen ist gerade in engen Großstädten schon einmal eine Option. Aber das ist meiner Meinung nach nur eine Fingerübung für selbstfahrende Fords. Das hat alles schon ein bisschen was von Knight Rider, wenn das Auto die Fahrbahn scannt und bei Hindernissen selbstständig stoppt. Andererseits gibt es ein gutes Gefühl, wenn dann noch jemand aufpasst. Man könnte ja einmal abgelenkt sein. Apropos Lenken. Herumcruisen oder besser gesagt die Langstrecke ist das Revier des aktuellen Ford Mondeo. Und das Beste? Mit den unzähligen Motorvarianten, egal ob Benzin, Diesel oder Hybrid, und einem Leistungsspektrum von 120 bis 240 PS ist wirklich für jeden etwas dabei. Egal ob sportlich oder wirtschaftlich, Frontantrieb oder Allrad, Schalter- oder Powershift-Automatik, Trend, Titanium oder Vignale Ausstattung. Der Herr Eigenthaler hat nicht so viel versprochen, der neue Ford Mondeo fährt sich wirklich sehr, sehr gut. Es ist eigentlich vom Fahrfeeling wie ein Business-Jet, sehr ruhig, sehr komfortabel, Ford-typisch ein tolles Fahrwerk und eine tolle Lenkung. Wenn es wirklich ein Fünkchen gibt, das mich stören würde, dann ist das die Armaturenlandschaft, die in dieser Ausstattungslinie fast schon ein bisschen überfrachtet ist. Ein zu viel an Information, aber ansonsten tipptopp Bedienung, wunderbar zu fahren, für mich der optimale Langstreckenwagen. Ein weiteres Plus, die Wirtschaftlichkeit. Unser Testwagen wird vom 2-Liter-Diesel mit 150 PS angetrieben und gönnt sich im wahren Leben um die 6 Liter. Das ist ein vernünftiger Wert. Auch die EcoBoost Turbobenziner sind wahre Asketen beim Verbrauch. Ja, und selbst bei der Preisgestaltung leistet sich Ford keinen Schnitzer. Der Mondeo beginnt mit der 1,0 Benzin-EcoBoost-Variante mit 125 PS. Bei 25.900 Euro. Mehr Infos und den Schlüssel zur Probefahrt für den neuen Mondeo hält das Team von Ford Eigenthaler in Pöchlern und in Texing für Sie bereit.